Also, liebe Stimme im Hintergrund, wenn du was zu sagen hast, komm mal ran auf den Meter. Dann mache ich mal über dir und unter dir mal ein Portal. Versuch dann mal irgendwie da rauszukommen. Das ist eigentlich die effektivste Methode, um Geschwindigkeit aufzubauen. Ja, klar. Weil Schwerkraft und so, ne? Die einzigen, die den Kalibrierungstest bestanden hätten, gelogen. Es gibt noch 5000 weitere Testteams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Aber keine Sorge, ihr... Da oben? Ja. Warte, das ist wie gewesen. Ich muss... Hier ist schon mal... Ja, genau. Machen wir mal ein dunkelblaues und ein hellblaues Portal hier. Und Zack. In dem Moment, wo ich auf der einen Seite nach oben schieße, brauche ich das gegenentgesetzte Portal auf der anderen Seite, weil ich muss beide Knöpfe kurz hintereinander oben drücken, damit oben Ach so. Da, das Ding aufgeht. Also auf gut Deutsch, wenn du Fahrt drauf hast, hier auf dem einen dann das dunkelblaue und da hinten dann das und dann auf das hellblaue, wenn du durch das erste durch bist. Ja, wenn ich auf dem Weg nach oben bin, genau. Okay. Harakiri. Lass mal ein bisschen... Zack. Und tschüss. Oh! Drei! Zwei. Yay! Jonglieren. Wo rein da? Achso, ich dachte Jongliertest. Nee, habe ich mich am Anfang auch gewundert, was der Blödsinn jetzt soll. Für einen Spot. Naja, hast du doch gehört. Jonglieren. Ja, gut, okay. Man könnte natürlich jetzt die Kugeln, hätte man jetzt natürlich in die Portale werfen können, dann wäre das ein Jongliertest geworden. Das Doofe bei mir als Atlas ist... Wenn man die Arme und Beine wegnimmt, sehe ich selbst aus wie einer dieser Kugeln. Ihr würdet es schaffen. Wisst ihr, wo ich war? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch wow. Das, jump durch, jump durch. Gar nicht, oder? Hui. Ne, interessiert mich nicht. Das ist ein... So, und ich muss jetzt mit hinterherkommen. Definitiv, da bleibt keine Wahl. Ja. Weil hier kommen ja hier rum, genau. So. Hier ist wieder ein Katapult, auch hier wieder, ja, lol. Sprich, genau. So? Ja, nee, ich lass mich mal lieber die Portale setzen, weil du fliegst hier durch die Nanowand. Oder oben drüber, keine Ahnung wie jetzt. Hätte ja auch sein können, dass du mal springen willst als erstes. Aber naja, dann nicht. Aua. Ja, genau. Das ist ja jetzt das große Problem. Das sind deine Portale, nebenbei. Ja, Sprich, eigentlich könnte ich ja hier durchkommen. Ja, das Problem ist nur... Ich muss jetzt schauen, wie ich jetzt nach oben raufkomme, weil, Da oben. Ja, weil hier ist noch eine Abschussrampe. Wir müssen nach da hinten hin. Das gab hier irgendwie eine... Ja, hier oben. Ach ja, genau. So. Setz mal hinten und vorne einfach mal ein Portal hin und dann schieße ich mich nochmal hoch. So. Flop. Und, da. Auf die Hinterseite, genau, so. Ja, jetzt musst du einmal da durch, um nochmal deine Portale setzen. Ja. Genau. So, warte. Jetzt gehst du mal durch, setz deine Portale und ich setze... verdammt. War denn das jetzt? Was ist das für eine Mauer, die da so quer ist? Die hier, das ist eine Abschussrampe. Ist aber ja eine weiche, oder? Ach nee, stimmt, dann knall ich ja da oben gegen. Ja. Das ist natürlich ziemlich... Hast du irgendeinen Knopf, um das vielleicht einzufahren? Nein.
Das brauchen wir auf die eine Seite. Was ist? Okay. Ah, ja. Ich wollte gerade fragen, was warte, da ist. Ich muss hier oben meine Portale hin klatschen. Ja. Sozusagen, weil wenn ich durchfliege, muss ich dann in dem Fall, nee, geht auch nicht. Das wäre ja das gleiche wie bei mir. Ach nee, nein. warte, anders. Und zwar macht man das folgendermaßen. Man zerstört sich, indem man, nein, natürlich zerstört man sich nicht. Klatsch mal jetzt mal ein dunkles Portal da oben ran. Und das Zelle? Dahinter. Ja, dann bist du wieder da oben. Ja, ja, das ist ja auch so gewollt. Ah, vielleicht, dass du dann... Moment. Ah nee, das wäre ja auch ein bisschen doof. So, warte, ich mach jetzt... Wäre ja auch ein bisschen doof, wenn ich, wenn das funktionieren würde. Ich dachte mir vielleicht, dass man, ja, durchsteppert dich erstmal wieder. Ich dachte vielleicht, dass du einen da oben und einen auf die Rampe, aber das bringt ja auch nichts. Du kannst aber jetzt... Ja, klar, ah, doch. Mach mal oben ein, wo ja, mein hellblaues ist und... Nee, du gehst jetzt durch, setzt auf der anderen Seite, wenn du unten durchguckst, auf der anderen Seite hier oben setzt du ein blaues von dir. Ja, also da. Und dann beim Abschuss-Dings setzt du jetzt noch mal eins. Na, nee. Doch. Ja, ja, doch. Direkt über den Trampolin eins oben drüber. Ja, doch, das stimmt. Und dann jump mal durch. Zack. Ja, schön. Ich bin da oben gegen gedonnert. Da. Dann musst du das besser timen. Moment. Warte mal kurz, ich komm mal eben rüber. Weiter tiefer kann ich es auch nicht setzen. Nee. Moment. Hast dein Portal da noch? Ja, ja, ich hab meins noch. Gut. Zack. Nee. Ich donner immer wieder da oben gegen. Ah, warte mal. Was ist, wenn... Ich versuch das jetzt... Du selber. Jetzt... Ja. Warte mal. Wenn ich jetzt hier meins, mein anderes, mein hellblaues mache. Du machst... Na, das geht auch nicht. Dann fliegst du ja nur dagegen wieder. Weil ich dachte, dass du denn das machst, aber dann fehlt uns ja das auf der Rückseite. Dass wir einer da rein, da raus und rüber, weißt du? Also da rein, da raus und da durch dann. Aber dann fehlt dir ja trotzdem. Ja, irgendwie funktionierte das auch. Weißt du zufällig, ob du da drüben irgendwo eine weiße Fläche hast? Nein, ich habe da drüben keine weiße Fläche. Das Ganze muss in einem Ablauf kommen. Der Ablauf, den du gerade gesagt hast, war richtig. Das heißt, du springst durch die Decke und kommst eigentlich hier bei dem Ding unten raus. Springst da oben durch und wirst durch dieses schräg stehende Ding hinten direkt zum Ausgang hin teleportiert. Hingefeuert. Und das müssten wir dann eigentlich beide gleichzeitig tun. So nacheinander weg. Weil einer muss oben stehen und seine Portale setzen und einer ist unten und warte mal. Geh mal hier durch. Geh mal hier durch die Mauer. Und setz mal da, wo jetzt auf beiden Seiten erstmal deine Portale. Ich setz mal meinen. So. Ich geh mal kurz nach oben. Vielleicht habe ich da dann eine bessere Sicht.
Aber hallo. Weil die schräge ist nämlich eine weiße Wand. Ja, das meine ich. So. Dann, das wäre dann... Das heißt, du musst deine Portale jetzt, Ganz einfach, du machst... Na, scheiße. Dann kommst aber auch nur du rüber. Weil ich dachte vielleicht, dass du dann da und da die Portale machst. Ich mach da und da, weißt du? Also sprich, dass ich dort einen mach und auf der Rückseite von dem. Ja, genau, das ist nämlich der Plan. Und du machst halt da und da. Weißt du? Dass ich sage, okay, ich mach hier oben einen. Und halt gleich auf der anderen Seite hier, weißt du? Und du machst halt die Rampe. Verstehst, was ich meine? Ja, ja, aber wenn wir die Rampe machen und du da oben stehst und du durch das Nanofeld durchgehst, sind deine Portale wieder weg. Ja. Ja, Entschuldigung. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht mit dem Portal. Warte mal, ich muss jetzt hier runter. Dahin. So. Ja, funktioniert, warte. So. Dann bist du ja schon drüber. Dann ja. Kannst du ja eigentlich... Funktioniert nicht, ich bin so weit. Eigentlich nur das oder das machen, ne? Das müssten jetzt eigentlich in dem Fall müssten wir die Portale komplett umdrehen. Dass deine da sind, oder? Ja, ganz genau. Dass ich durch meine beiden durchfliege, aber dann bloß das, was ich an der Rückwand oben habe, bloß an die Rückwand unten setze. Siehst du? Achso, du meinst, dass das Ding deins wäre? Ich sag's dir. Warte, ich mach mal meine kurz weg. So. Ja, das war jetzt kacke gerade. Naja, das da oben. Hatte ich nicht dran gedacht. Muss das nämlich eigentlich dann so machen? Meine dann die beiden, ne? Wenn es mich richtig erinnert. Nee, ja. Also von hier aus könnte ich zur Not auch ein dein gelbes da. Ja, setz. Aus... Scheiße, wie funktioniert denn das jetzt, Mensch? Warte mal, na gut, okay, verdammt. Das funktioniert jetzt gerade nicht. Gib mir drüben mal bitte mal nochmal deine zwei blauen Portale, bitte. Also da, meinst du? Ja, und dann auf der anderen Seite von dem Ding. Flop. Muss da jetzt gerade da drüben nochmal was gucken, und zwar... Flop. Klatscht hier jetzt gegen. Das ist aber keine Dingswand. Keine weiße Wand. Ich glaube, du hast da hinten im... Da hinten im... Nee. Kommst du von dort oben? Warte mal, ich setze da ein... Ah, nee, das bringt ja auch nichts. Wenn ich das mache, so kann ich dagegen. Nee, dann klatscht du ja wieder unten gegen. Das ist kacke. Ich denn das? Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, so dass auf gut Deutsch da rein und da bei dem, ups, Entschuldigung, das
Das wollte ich jetzt nicht. Und da raus, weißt du? Dass ich... Ja, genau, das ist ja auch der Plan. Diese letzte Schräge, die hier ist, ist sozusagen das Katapult, um zum Ausgang drüben hinzukommen. Ja. Frage ist nur, wie kommen wir beide rüber? Ich müsste eigentlich ganz hinten drauf landen, um über diese Barriere drüber gucken zu können. Das ist der Knackpunkt dabei. Also sprich, du müsstest da hinten drauf landen? Nein, nicht da. Ja doch, da hinten drauf müsste ich landen, genau. Um dann hier rüber zu gucken. Genau. Okay. Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe da schon, glaube ich, ja, ich habe die Lösung schon. Komm mal durch, ich habe die Lösung. Ja. Okay. Das, jump mit drüber. Auf gut Deutsch waren die anderen beiden nur Illusionen. Also, Illusion. Das war die einfache Variante. Man könnte natürlich auch durch alle vier Portale durchknacken, aber... Ja. Gut, okay. Ja. Ich schätze mal, da brauchen wir einen. Ja, wir müssen... Und ich brauche auf der Schrägen mal kurz nochmal eins. So. Ja, da muss... Da drauf muss man erstmal kommen. Ah, okay. Da sind zwei hinter einer Dingsmauer. Mhm. Da müsste man ja... warte mal, da ist ein Würfel. Hast du sonst noch was zu aktivieren da? Nee, ne? Nein, außer... Warte mal, ich gehe mal kurz von da... Ach so. Ah, okay. Moment mal eben. Geh du mal aufs Katapult. Okay. Schießt dir mal, komm mal erstmal hier vorne hin, schieß mal dein dunkel, dein hellblaues hier oben an die Schräge, oben, hier, an die, genau, dein hellblaues und dein dunkelblaues genau über dem Portal, also über dem Katapult, über den Jumper, genau, und ich mach jetzt hier mal das Brett kurz offen, und dann kannst du dich erstmal da hinten reinschießen. Ah, okay. So, jetzt haben wir das, ich hab so. Zwei Dinger hier. Ja, was hast du da? Eins, was gerade ist und eins, was leicht schräg ist. Von weißen Wänden. Okay. Das, was gerade ist, ist gegenüber der anderen Schrägen dort. Ja. Und das Schräge ist gegenüber diesem Punkt. Und da könnte ich auf gut Deutsch... Oh Mann, ich komme immer auf den Timer, Entschuldigung. Da könnte ich auf... Ist ein Vorsprung, da könnte ich rüber. Da ist allerdings auch die Tür. Dies bringt uns ja erstmal gar nichts. Wir müssen ja erstmal daran. Ja, weil der muss hier platziert werden. Die Frage ist... Ah, ja, natürlich, klar. Komm mal raus da erstmal aus dem Gate. Komm mal raus da. Yep. Komm mal raus komplett. Setz dir mal ein Portal auf diese flache Fläche auf dem Fußboden und eins direkt überm Katapult und schieß dich mal nach oben und hol mal den Würfel. Ah ja, stimmt. Das ist logisch. Das ist mir gerade mal so eingefallen. Das ist ja eigentlich erstmal der erste Schritt, den man hier macht, ne? Hup. Meiner. Moin. Meiner. So, jetzt musst du mir den mal hier hochreichen kurz. Dann kann ich den nämlich hier oben platzieren, dann kann ich mich nämlich auch erstmal hier verkrümeln. Ja. Dann bleibt das Ding da oben. Schieße ich mich mal darüber? ja. Bon. So. Dann jetzt bin ich machst schon... du mir da drüben mal ein... Das ist der Schräge, das andere ist der Gerade. Ich brauche beide Portale bei dir da drüben. Das heißt, ich brauche dein hellblaues brauche ich auf der Geraden und dein dunkelblaues auf der Schrägen. Und ich komme jetzt einmal und flieg rüber zur Tür. Ah, okay. Das heißt, du willst auf gut Deutsch da... Genau. So eine... So. Und du hast jetzt einmal an der...
Du kannst jetzt im Prinzip rausspringen da. Setzt hier ein Portal auf die Schräge. Oder warte, machen wir es ganz anders. Geh durch das gelbe Portal durch und du kommst bei mir raus. Ich werde beobachtet. Dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt. Menschen, und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Ich bin einfach nicht mehr geübt. Merke es. Entschuldigung, musste mal eine Geste machen. Ja. Ah, ich sehe schon wieder dich. Ja? Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel, man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst. Okay. Da oben ist ein Aktivator. Einmal da und einmal da. Schick mich mal per Portal nach oben hoch. Also einmal unten ein Portal, einmal oben ein Portal. Genau, da. Danke. Hier ist nämlich ein Katapult. Ich will nämlich mal was wissen kurz. Latsch. Yo. Ja, und da bräuchtest du, glaube ich, mal meine Portale noch, ne? Warte. Beziehungsweise andersrum. Du machst da deine Portale und ich nimm dann gleich von hier oben, schätze ich mal. Ja, ich würde an beide Positionen rankommen. Sprich, da und da. Weißt du? Ja, und wo soll ich jetzt mein Portal setzen? Kannst du da drüben was ansetzen? Nee, ich sehe da oben nichts mehr. Kannst du mich hier irgendwie mal rausholen aus dem Loch? Gute Frage. Du hast da an der Seite eine Nanowand, wo du durchgehen kannst. An der Scheibe. Kannst du mir von oben hier sozusagen... Ich hab den Trick rausgefunden. Warte mal kurz. Brauchst gar nicht durch die Nanowand durchgehen. Hallöchen. Bin auf der anderen Seite von der Nanowand. Achso, da. Jetzt kann ich dir nämlich in dem Fall... Ja, ich schätze mal, dass du das... So, genau. Und let's go. Fliege einmal durch und dann flieg hoch zum Ausgang. Ja, Moment, ich muss nur mal kurz wieder da hochkommen. Wir Vollidioten, wir haben natürlich was vergessen, ne? Das wäre? Guck mal über dir. Ja. Du hast doch da bestimmt einen Button. Nein, ich habe hier bloß die Aktivatorfläche für die Tür oben, aber ich weiß jetzt nicht, wo der Schalter ist. Das Problem habe ich noch nicht gefiltert, wo der Schalter ist. Kannst du bei dir mal irgendwie nach unten gucken, weil... Warte mal, ich schau mal kurz hier mich ein bisschen um. Das ist der Aktiv... So ganz Suture sehe ich das auch gerade nicht. Das ist jetzt... Ah, okay. Der Knopf ist oben. Du musst einmal rüber jumpen. Der Knopf ist auf der Ausgangsplattform. Wir haben ihn gefunden. Okay, also muss ich rüberkommen. Genau, du musst einmal komplett durchfliegen. Bock. Der andere Seite ist der Knopf. Den drückst du jetzt. Und dann fällt da hin. Musst du jetzt die Portale machen in dem Fall. Auf deiner Seite und ich muss sie auf meiner Seite machen. Ja, schön, dass... Ich... So. Toll. Ja, geil. Auf gut Deutsch, wie wir gerade geflogen sind. Ja, genau. Nur, dass das mit den Portalen jetzt halt umgedreht ist. Ja. Ich gehe jetzt rüber
Und ich setze jetzt sozusagen dann meine Portale und... Nee, warte. Der flog schon, bevor du durchgelaufen bist.